als Hausrechterkonzept. We wonen und we wachten zusammen. Wie funktioniert das? Darüber geht es heute. Wenn man darüber nachdenkt, in Amerika und in England kennt man das Begriff House Sitting. Und das ist eigentlich, was wir probiert haben mit dem Hausrechterkonzept. House Sitting, die Nachbarn, Freunde passen auf dein Haus aus, wenn du in Urlaub bist. So, wir haben das erweitert auf zwei Weise. Das eine ist, dass wir nicht nur Häuser besetzen, aufpassen. Wir machen das auch für Schulen, Bürogebäude, Gefängnisse oder Kinos. Und das zweite ist, dass wir das nicht nur machen für Urlaubsperioden, sondern für alle Perioden, dass ein Gebäude leer steht. Wenn es zu verkaufen ist, zu vermieten, wenn wir warten auf einen neuen Bestimmungsplan oder um das Gebäude zu zerreißen. Das ist im Grunde genommen, was wir machen. Ein Hotel oder so? Nein, wir haben dafür gewählt, sie einzuladen in ein hausbesetztes Gebäude. Eine ehemalige französische Schule. Seit September wohnen hier 15, 20 Hauswächter. Und damit können sie genau die Atmosphäre mitkriegen. Und am Ende gibt es dann auch eine kleine Führung. Da können sie sehen, wie die Hauswächter tatsächlich hier wohnen und einquartiert haben. Camelot hat sich seit 1993 entwickelt, wo wir in Holland, Sie hören das schon, angefangen haben. In Holland ist das sehr bekannt geworden. Holland gibt 16 Millionen Einwohner und wir schätzen, dass mit Camelot und seinen Wettbewerbern ungefähr 50.000 Leute als Hauswächter wohnen oder leben, also in leerstehende Gebäude. In London, Greater London, da gibt es ungefähr 9 Millionen Einwohner, haben wir bereits 12.000 bis 15.000 Hauswächter wohnen für uns. Also das gibt ein klein bisschen eine Idee, was für ein Potenzial es vielleicht in Berlin oder halt in Deutschland geben könnte. Ne? 16 Boards, 6 Länder, ich denke, dass wir Marktführer in Europa sind, 52 Mitarbeiter und etwas 4.000 Gebäude, wo wir 10.000 Hauswächter wohnen lassen. So. Ein paar Trends, die es hier gibt in Leerstandsmanagement. Das erste ist eine sehr close cooperation, gemeinsame Kooperation mit Behörden, mit Cities, mit Councils. Das andere ist, dass wir dafür sorgen, dass der Diebstahl keine Chance mehr hat. Und das letzte, natürlich gibt es auch in Deutschland eine Immobilienkrise, der Renditedruck ist da für die Eigentümer. Wie können wir vielleicht mit leerstehenden Wohnungen auch Geld verdienen? Ein Beispiel hier in Holland, in Amsterdam Nord, haben wir mit der Gemeinde zusammengearbeitet. Ein ehemaliges Shell-Gebäude, 15.000 Quadratmeter. Und das stand leer, hat man vergessen, einen Sicherheitsdienst oder irgendetwas einzuschalten. Das wurde dann besetzt von der Occupy Movement, aber sind leider auch Drogenabhängige eingezogen. Sehr viele Leute haben das Gebäude dann auch noch mal benutzt, um ihre Kupfersammlung ein bisschen alle Kupfersachen sind rausgeklaut worden, Elektrizität, Waschbecken sind da rausgeholt, Porzellan und so weiter. Also ein paar Millionen ist das schon verschwunden in dem Gebäude. Das ging ruckzuck, in ein paar Monaten ist das alles passiert. So, was haben wir dann gemacht? So sieht das dann aus, ne? Wenn das dann besetzt ist, sag ich mal. Sehr schmutzig. Gefährlich auch, würde ich sagen. Da sind wir reingezogen. Erstmal gesagt, gemeinsam mit der Polizei, man wusste ja gar nicht, was wir da alles antreffen würden. 20 Personen, die sind die Polizisten, das sind eine der technischen Dienste von Camelot zusammen. Mehr als 20 Leute haben 3 Wochen gearbeitet, um das Gebäude erstmal sauber und leer zu kriegen. Gereinigt, saniert, damit wieder sicher war, um da zu leben oder zu arbeiten. Es gab kein Wasser, es gab keine Elektrizität mehr. Das haben wir alles da angebracht, auf ein paar Etagen. Nicht das ganze Gebäude, sondern ein paar Etagen. Das hat auch wieder eine gewisse Zeit gebraucht. Wir haben durchgehend die Bewachung versorgt für die Stadt. Und jetzt leben und arbeiten da, ich denke, ungefähr 30 Startups und junge Unternehmen. So geht das dann. Alle hausbesetzte Occupy-Leute, die da drin sind, haben wir mit der Polizei gefragt, das Gebäude zu verlassen. Camelot hat ihren eigenen Sicherheitsdienst, aber mit Hunden patrouilliert, um zu sorgen, dass die Leute nicht mehr zurückkommen. Das Gebäude ist ganz gereinigt, sauber gemacht, auch dass es wieder sicher ist, um zu gebrauchen. Ja. Fire safety.
Und so sieht es jetzt aus. Ganz nett. So. Ein anderes Beispiel ist das folgende. Das haben wir in London gemacht. Hier sieht man ehemalige Feuerwehrstation. Das ist de Gegend von Mayfair, eine sehr teure Luxusregion in London. In London, ich denke auch in Berlin, München, die haben das Problem, dass Keyworkers, sag ich mal Lehrer, Polizisten, Feuerwehrmitarbeiter, die sind zwar notwendig da in der Mitte der Stadt oder in der Stadt, ne? Weil da sind die Jobs, ne? Aber die können sich oft nicht leisten, da zu wohnen. Ne? So, die müssen draußen wohnen und dann immer ein, zwei Stunden reisen. Das kostet Zeit und Geld. Und deswegen gibt es oft Mangel an Leuten, die arbeiten wollen in der Mitte der Stadt. Also was haben wir gemacht? Wir sind zur Feuerwehr gegangen, zur Polizei und haben gesagt, okay, wir haben hier stehende Gebäude. Habt ihr junge Leute, vielleicht ohne Familie und so weiter, die in Mitte der Stadt in leerstehende Gebäude wohnen wollen? Keyworker Housing. Das war toll. Und dann haben wir gesagt, ja, super. Und jetzt haben wir zum Beispiel in diesem Gebäude über 50 Hauswächter wohnen. Ich glaube, die Hälfte sind Feuerwehrmitarbeiter. Also Feuerwehrmitarbeiter wohnen im ehemaligen Feuerwehrstation. So. Ja. Wie gesagt, über 50 Leute wohnen jetzt in London in Feuerwehr Station. Und so sieht es dann aus. Die haben es ganz bequem gemacht. Ich hoffe, dass Sie können das sehen. Bücherreihe, Stühle, alles da drin. Und so wohnt man in Mitte, in einer sehr teuren Gegend, ins Zentrum für ein paar hundert Pfund pro Monat. Eine tolle Lösung für alle eigentlich. So. Eine neue Sache, die wir jetzt immer mehr sehen, ist, dass die Kriminalität hochkommt. Ja. Die Zahlen, die hier genannt werden, sind Zahlen für Berlin. Ja. Rohstoffe, nicht nur Gold und Silber, sondern auch Kupfer, die sind sehr stark angestiegen, die Preise. Und dann werden Leute kreativ, um diese Sache zu kriegen, in Hände zu bekommen. So, Kupfer gibt es da zum Beispiel. So. Und wir sehen, dass es speziell abends oder am Wochenende, Baustellen leer sind, dass dann sich Leute einfach eindringen und das Material klauen. Ja. Da gibt natürlich direkte Kosten, alles was dann geklaut wurde, aber am nächsten Tag gibt es auch die indirekte Kosten, wenn die Mitarbeiter da kommen und die ersten 4-8 Stunden nichts zu tun haben. Die Stunde muss man eh zahlen. Ja. Was machen wir? Wir setzen ein Porto-Cabin, ein oder zwei beim Eingang, und wir lassen da die Hauswächter wohnen. Ein spezielles Arrangement, wo wir sagen, speziell abends oder am Wochenende, wenn der Baustelle leer ist, müssen Sie da sein. So, und so hat man eine sehr effektive und eine sehr billige Art und Weise, um eine Baustelle zu sichern. Hm? Ein drittes Beispiel ist, was wir nennen Make Space Pay. Damit haben wir angefangen, als Sharon Stone die Film Basic Instinct 2 gedreht hat. Das war in der Guinness Brewery in London. Da hat man für ein paar Monate einquartiert. Wir haben da vermittelt für die Eigentümer, die Guinness Brewery und die Filmgesellschaft. Das ist gefilmt worden von Holländer, deswegen waren die Kontakte schon mal da. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, dieses Konzept können wir jetzt erweitern. Ja? Wir haben tolle leerstehende Gebäude. Wir haben sehr viele Leute, die Magazines, Filme drehen und so weiter, Plätze dafür suchen. Ja? Die so bringen wir nicht in Kontakt miteinander. Und so können wir etwas verdienen für die Eigentümer. Ja? So, Filmaufnahmen, Außenwerbung machen wir, wir vermieten auch Parkplätze. Ja? Und so bringen wir auch ein bisschen Geld, während das Gebäude leer steht, für Eigentümer da. Ja? Dass wir pro Projekt, pro Gebäude, gucken wir, was wäre möglich. Wir stellen das dem Eigentümer vor. Ja? Und dann gehen wir raus und suchen uns Lösungen für Eigentümer.